Ja, da sind wir wieder. Gestern Stabi im Deutschland-Trikot, heute die Laufsachen angezogen, Laufschuhe angezogen und habt ihr auch festgestellt, Laufen kommt wieder, ne? Was man vielleicht früher wenig gemacht hat, läuft man plötzlich und wenn ich am Kanal laufe, sehe ich immer mehr Leute, die heute wieder das Joggen so für sich entdeckt haben. Mit Familie, mit Freunden natürlich nicht, mit Abstand natürlich. Aber ich finde, das Joggen macht auch wieder Spaß und wir haben ja natürlich auch ein Wetter zur Zeit, das ist natürlich auch sensationell. Da ist natürlich, das bietet sich geradezu an, hier weiter zu laufen. Die Geschäfte haben wieder auf und ich kann euch sagen, neue Sportsachen machen immer Spaß auf Sport. Neue Sportschuhe, neue Trikots, neue Laufschuhe, das macht wieder Spaß, wenn man sich was Neues kauft und dass die finanzielle Möglichkeit natürlich hat. In Dorsten haben die Geschäfte auf, also geht nach Dorsten. Da haben wir Sportgeschäfte und auch Schuhgeschäfte und Fahrradgeschäfte und was wir alle brauchen, um Sport zu machen. Vielleicht brauchen wir ja ein neues E-Bike oder einen neuen Laufschuh oder ein neues Laufshirt. Guckt mal nach, denn ist ja gerade eine gute Sache, sich dann vielleicht auch mal wieder da vorzubereiten und neue Motivation fürs Laufen zu sammeln. So, auch da wieder genug. Wir sind immer noch bei 30 oder 45 Minuten. Das Level 1 sollte jetzt so langsam an die 20 Minuten kommen, dass ihr 20 Minuten durchlaufen könnt. Level 2, denke ich, 30 Minuten kein Thema. Und Level 3, wir haben immer 45 Minuten gesagt, jetzt würde ich ja sagen, ja, lauft mal 60. Aber 45 Minuten ist schon ein gutes Ziel. Ihr könnt im Level 3 hier mal so ein paar Intervalle einführen. Das heißt, euch gebe ich mal jetzt einen Tipp. Die Leute aus dem Level 3 fange ich an. Ihr probiert mal, wenn ihr euch 10 Minuten eingelaufen habt, eine Minute schnell. Also schnell meine ich, ich habe die Pulsfrequenzen ja mal angesprochen. Männer 220 minus Lebensalter, Frauen 225 minus Lebensalter ist der maximale Puls. Und dann versucht immer in dieser Minute schnell auf 80% eurer maximalen Leistungsfähigkeit zu kommen. Also vielleicht mal so einen Überschlag zu Puls 150, 155, 160, den mal eine Minute zu laufen. Viele Leute, die fit sind, wer nicht fit ist, geht natürlich zum Arzt und lässt sich da untersuchen. Pulsmesser oder fühlen. Dann eine Minute langsam, das Ganze 4-5 Mal, dann hat man richtig was gemacht. Level 3. Level 2 läuft durch und versucht mal vielleicht das Tempo im Mittelteil zu steigern und auch mal auf eine Pulsfrequenz zu achten, so langsam ein bisschen professioneller zu werden. Und die Level 1 Läufer laufen meist zu schnell. Leute aus dem Level 1, das kenne ich, meinen immer, die müssen sofort loslaufen und das kommt einem immer so langsam vor. Lauft langsam, lauft erstmal durch. Immer die Pulsfrequenz im Auge mitbehalten. Es ist egal, wie schnell ihr lauft. Wenn ihr immer auf dem Pulsfrequenz von 90% eurer Leistungsfähigkeit lauft, ist das zu schnell. Also, Level 1 Läufer sollen so 70% ihrer Leistungsfähigkeit laufen. Grundsätzlich, nochmal dazu, ist 80% des Trainings im GR1-Bereich, also Grundlagenausdauer 1, ganz ruhiges Laufen. Früher hat man gesagt, laufen ohne zu schnaufen oder Puls 135, dann läuft man gut. Achtet auf Medikamente, es ist natürlich so ein Videotraining, kein 1:1 Training, Personal Training bei mir. Also es gibt viele Parameter, nehme ich Tabletten, habe ich Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie sieht mein Halteapparat aus, da muss man ganz viele Sachen bedenken. Wir versuchen aber so einen Rahmen zu geben, wo ihr hier trainieren könnt. Also, zuerst langsam, Level 1, Level 2, kann schon mal ein bisschen steigern. Und Level 3, habe ich gesagt, ihr könnt Minute schnell, Minute langsam. Und in dieser schnellen Minute könnt ihr ruhig mal auf 80% eurer maximalen Herzfrequenz, das wären vielleicht 160 kommen, und die muss man mal eine Minute durchlaufen. Dann ist man wirklich, hat man was gemacht. Und dann wieder runter. Also ein Intervalltraining beim Laufen ist, finde ich, immer eine tolle Methode. Es gibt ganz viele Methoden, und da bin ich auch wirklich Profi, was das betrifft. Es gibt Fahrtspiele, es gibt normale Laufspiele, die man mit der Familie, mit den Kindern machen kann, an Bergen mal wieder antreten. Also gibt es ganz viele Varianten, die ihr euch mal ausdenken könnt. Macht das. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns das und wir beantworten das. Was Ausdauertraining und so weiter betrifft, bin ich schon erfahren, habt ein paar gute Wettkämpfe mitgemacht, weiß also, worum es geht. Haltet euch fit, bleibt gesund und zeigt Anstand, haltet Abstand. Team Atlantis, euer Andi.